Die Aktienmärkte sind sehr schwach in das neue Börsenjahr gestartet. Und die Frage, die sich viele stellen, auch hier auf dem Fondskongress in Mannheim, geht die nunmehr 7 Jahre andauernde Hosse nunmehr zu Ende? Und wie wird sich die Weltwirtschaft entwickeln, wenn die Notenbanken so langsam den Geldhahn zudrehen? Reden wir drüber mit einem ausgewiesenen Experten, mit Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand bei der Lois AG. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Bruns. Ist die Aktie denn trotz dieses doch katastrophalen Starts ins neue Jahr für Sie alternativlos? Ja, man könnte sogar sagen, gerade weil sie ja günstiger geworden ist, ist sie eher interessanter geworden. Sie ist alternativlos. Das liegt ja an der Aktie selber gar nicht, sondern daran, dass die Alternativen nichts mehr taugen. Und die Alternativen hängen alle am Zins. Und wo der steht, das weiß jedermann. Es gibt keinen Zins mehr, der ist abgeschafft. Und er wird so schnell auch nicht wiederkommen. Kurz, aus diesem Grund bleibt die Aktie alternativlos. Und der schwache Staat, der im Übrigen Amerika induziert ist, ist eine gute Gelegenheit, für Erstansteiger jetzt mal zuzuspringen oder nachzukaufen. Natürlich war die erste Woche auch geprägt durch den Handel in China. Wir haben 2 Handelsaussetzungen gesehen. Bei 7% war Schluss, veritabler 15% Crash in Summe dann in der ersten Handelswoche. Und viele glauben, dass der Wachstumsmotor in China mächtig stottert und glauben den Zahlen, so 6,9-7% Wirtschaftswachstum, nicht so recht. Was glauben Sie? Ja, ich war mehrfach in China. China ist höchst real. Da ist was entstanden, was man sich nicht hat vorstellen können. Dass die Chinesen etwas weniger stark wachsen, meinethalb nicht mehr 8%, sondern nur noch 7, das halte ich für sehr erwartbar, denn die Wirtschaft ist in eine Reife gelangt, wo man jetzt auch Dinge umstellen muss, mehr Konsum, mehr Dienstleistung, etwas weniger Schwerindustrie. Gleichwohl, China bleibt bestehen, wird weiter wachsen, nur nicht mehr ganz so sportlich wie früher. Ich sehe darin überhaupt gar kein Problem. Daneben muss man ja sagen, China ist nach meinem Dafürhalten nicht die Hauptursache für den schwachen Markt am Anfang dieses Jahres, sondern dafür ist die Weltleitbörse Wall Street verantwortlich und dafür gibt es auch besondere Gründe. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen in China bleiben an dieser Stelle, gerade weil die Ängste ja doch da sind. Sie sagen, Sie glauben das eher nicht, aber welche Auswirkungen hat das auf den Rest der Börsenwelt, wenn in China in der Tat es doch eben halt nicht mehr mit diesen Riesenwachstumsraten vorangeht, wie wir das aus den letzten Jahren und Jahrzehnten gewohnt sind? Ja, wir können rund rechnen, wenn China um 10% wächst, dann entsteht da ein zusätzlicher Kuchen von 1,4 Billionen Euro. Ein Riesenzusatzmarkt. Wenn China also nur um 5% wächst, dann entsteht 700 Milliarden zusätzliche Wirtschaftskraft. Das ist so viel wie ein Spanien. Das heißt, Spanien, jedes Jahr gebiert China ein neues Spanien. An diesem Markt wollen alle teilnehmen, gerade auch die deutsche Industrie, wie ja bekannt ist. Ob es nun 700 Milliarden zusätzlich sind in China oder nur 600, das wird sich zeigen. Ich würde übrigens Ihnen zustimmen, die Zahlen sind nicht immer ganz so ernst zu nehmen, weil wir doch eine kommunistische Diktatur haben. Aber ungeachtet dessen, China wird wachsen, wird weiter wachsen. Es ist so groß geworden, dass wir es gar nicht vernachlässigen können. Und was die Inlandsbörsen in China angeht, dürfen wir nie vergessen, sie sind ja für Ausländer gesperrt. Sie sind auch deshalb nicht zu ernst zu nehmen. Da wäre Hongkong interessanter. Hongkong ist nicht so gefallen, sondern die Chinesen haben da einen spekulativen Touch in den Inlandsbörsen. Das würde ich nicht übergewichten wollen. Ich kann Sie natürlich nicht gehen lassen, ohne dass wir auch noch über die Rohstoffmärkte sprechen. Fatales Jahr für den Ölpreis 2015, auch der Start ins neue Jahr, auch für den Ölpreis -20%, unter 30 Dollar für beide Ölsorten. Die Industriemetalle liegen auch am Boden. Was bedeutet das? Paradiesische Zeiten für jene, die Öl konsumieren. Gerade in Deutschland, in Mitteleuropa sind das ja alle Länder. Die deutsche Industrie braucht viele Rohstoffe. Ein reiner Glücksfall, auch für den Konsum, der brummt ja ohnehin. Schwierig für Amerika. Amerika ist das größte Ölförderland der Welt. Es sind die Ölaktien, die den S&P 500 im letzten Jahr so unter Druck gesetzt haben auf der Gewinnseite. Wenn dieses Jahr tatsächlich der Ölpreis nicht steigen kann, kriegen wir wieder Rückgänge bei den amerikanischen Gewinnen. Und daher weht ja derzeit auch der etwas kalte Wind. Umgekehrt, sollten sich hier mal Erholungszeichen bilden, und darauf würde ich viel eher wetten, kann mir nicht vorstellen, dass Öl in 5 Jahren noch bei 30 Dollar stehen, dann gebiert möglicherweise der Markt jetzt eine Jahrhundertchance. Klare Worte, gewohnt klare Worte von Ihnen, Herr Bruns. Sie haben einen eigenen Fonds. Die Frage muss natürlich lauten, wie Sie das alles, was Sie uns gerade nun erklärt haben, für den Fonds umsetzen. Wer heute noch kein Öl hat, im Sinne von Ölaktien, Ölförderaktien, Zuliefereraktien, der muss sich dringend mit der Frage beschäftigen, wann soll ich denn da mal zusteigen? Muss denn Öl erst auf Null fallen? Das ist ja offenbar auch unwahrscheinlich.
Amerikanischer Konsum muss beachtet werden. Die Luxusgüter waren schwach aufgrund des China-Themas. Denken Sie mal an LVMH. Gestern hat eine Coach berichtet und dergleichen. Die Aktien waren sehr verfallen. Ich könnte mir denken, dass hier im Laufe des Jahres auch eine Verbesserung kommt. Denken Sie vielleicht an Burberry in London, Hugo Boss ja in Deutschland auch. Die Lage ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Aktien haben manches vorweggenommen nach unten. Deshalb eher zum Einstieg blasen. Schlussfrage. Sie leben ja bekanntermaßen in Chicago, Herr Bruns. Welche Börse sind für Sie spannender? Die amerikanische, weil sie vor der Haustür liegt, oder eben halt doch die gute alte deutsche Börse, die Sie ja auch seit Jahrzehnten begleiten? Letztendlich sind die Amerikaner spannender, weil die Börse viel breiter, tiefer, liquider ist. Man hat ein größeres Spektrum an Industrien. Da denken Sie mal an die sozialen Netzwerke, nicht wahr? Die Facebooks und die Netflix und die Twitters. Das gibt es ja bei uns in der Breite nicht. Amerika ist und bleibt Weltleitnation in der Wirtschaft und an der Börse. Wir haben in Deutschland eher in der zweiten und dritten Reihe interessante Titel, nicht zu vernachlässigen, aber immer auf die Wall Street gucken. Also, Jahrhundertchancen postuliert Dr. Christoph Bruns von der Leuss AG. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch eine ganz erfolgreiche Zeit hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Vielen Dank. Ja.